Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Tageslicht für Sonntag, den 4.8. Ja, und heute ja, haben wir ganz große Energie-Shift, beziehungsweise auch Sternzeichenwechsel und damit Energie-Shift, ja. Die Venus geht in die Jungfrau und wir haben Neumond in Löwe und natürlich der rückläufige Merkur, der kündigt sich auch schon ganz kräftig an, wird dann aber erst in ganz exakt morgen am 5.8. rückläufig. Ja, ihr seht, hier liegen eine Menge Karten. Das sind, wie gesagt, die unterliegenden Energien, die wir im Wochenlicht auch schon angeschaut haben, die uns durch die Woche begleiten, immer mal aufblitzen. Ja, das sind ja die Themenkarten. Schaut da insofern gerne ins Wochenlicht auch immer mal wieder rein. Mir kamen auch noch ganz viele andere Gedanken, dass es vielleicht auch um das eigene Elternsein gehen könnte. Eigenes Vater und Mutter sein, ja. Dass du dir da vielleicht einfach auch selber vergeben darfst, ja. Und ja, jetzt vielleicht auch Zeit für Versöhnung ist, ne? Oder ja, du selber auch natürlich Vergebung, Versöhnung erfährst, ja, und dir selber aber eben, wie gesagt, auch hier Freiheit zurückholen darfst, ne? Indem du loslässt, etwas loslässt, was ja eben vielleicht auch nicht gelungen ist, nicht nur im Elternsein oder Großelternsein, sondern ja, in vielleicht manch anderen Dingen einfach auch, wo du dir selber nicht wohlgetan hast und so, ne? Ja, und gerade auch, wenn du mit irgendetwas Schwierigkeiten hast, ne? Ich bin geborgen in den Armen meiner Seeleneltern. Zum einen, wenn das möglich ist, natürlich wende dich doch an deine Eltern, ja, Großeltern, an die, mit denen du seelisch wundervoll verbunden bist, ja, die dich auch unterstützen können, ja. Denn, naja, Ritter der Münzen auf den Kopf, der zeigt schon auch an, ne, dass hier irgendwas an Unterstützung fehlt, ne, bei bestimmten Schwierigkeiten, Herausforderungen, aber ja, mindestens die seelischen Eltern, ja, vielleicht auch, ja, Ahnen und die göttliche, geistige Welt sind hier an deiner Seite, darfst du davon Gebrauch machen, aber ja, vielleicht auch wirklich ganz konkret deine Eltern, Großeltern, Schwiegereltern, was auch immer, ja, wer auch immer, vielleicht eben auch Freunde, Unterstützer, ja. Schauen wir mal, was steht aber jetzt hier noch ganz konkret für den Tag zur Verfügung an Botschaft. Ja, die Sterne, Mensch, das ist ja wundervoll, ne? Spirituelle Energie, Heilungsenergie. Hier kommt Klarheit rein für etwas und vielleicht dadurch auch für Heilung, für ja, Beziehungen unter vielen Menschen. Übrigens hier mit der 9 und der 7 zusammengenommen haben wir auch die 16, ja. Insofern, das startet schon hier dann super. Vielleicht wird ja hier manches auch klar und deutlich, ne, indem du auch dir heute Zeit für Spiritualität nimmst, ein bisschen in den Rückzug gehst, hinaus in die Natur, ja, vielleicht auch eben in Vergebungsarbeit gehst, ne, zusammen mit dem Neumond, Neumondenergie, vielleicht ein kleines Neumondritual da auch vollziehst und etwas loslässt, beziehungsweise neu in deine eigene Kraft startest. In deine eigene Herzenskraft auch, ne, auf deinen eigenen Weg. Ja, hier kann sich tatsächlich auch etwas mehren. Ja, vielleicht mehren sich heute schon auch Finanzen oder kommt dir eine super Idee, was du tun kannst. Ja, kommt hier etwas zu Bewusstsein, dann geht dem auch nach. Ne? Ja. König der Münzen, schau mal. Ja, vielleicht ist es tatsächlich dein Vater, ne? Vielleicht darfst du hier ja auch deinen Vater um Unterstützung fragen, ja, vielleicht auch um finanzielle Unterstützung, ne? Dass er dir kurzzeitig deine Finanzen da auch hilft zu mehren. Ansonsten, ne, könnte hier zu Bewusstsein kommen, ne, wie
deine eigene Situation vielleicht auch mit Vaterthemen zusammenhängt, darf hier Vergebung, ja, Heilung hin zum Vater, Großvater, väterlichen Themen auch geschehen. Ja, vielleicht auch zu Ex-Partnern. Möglicherweise wird dir heute hier auch dein ein fester, stabiler Lebenspartner bewusst oder bedeutsam. Ja? Habt ihr hier einfach auch Zeit füreinander, viel Zeit, heilende Zeit, wertvolle Zeit. Zeit, wo ihr auch Dinge eben ja, miteinander klären könnt, etwas für euch in Klarheit kommt. Aber wie gesagt, vielleicht wird ja hier auch ein fester, stabiler Lebenspartner, Partnerin offenbart. Ne? Also, weil es der König der Münzen ist, muss es nicht nur Mann sein, es kann auch Frau sein, ne? Ein Gegenüber sozusagen. Ja, und außerdem kommt hier durchaus sehr viel Tatkraft auch hinein. Ganz lebenspraktisches Engagement. Ne? Kommt dir jemand so vielleicht zur Seite, jemand, der sich mit bestimmten Dingen, vielleicht Finanzen, Gesundheit, Beziehung, was auch immer, auskennt, ne? Und hier kann dir starke lebenspraktische Unterstützung geben, ja, auch ganz praktisch. Aber du selber darfst hier in ja, den verschiedensten Dingen aktiv werden. Ja, aktiv mit deinen Ressourcen auch umgehen, achtsam, ne? Sie mehren, sozusagen, ja, auch, ne, die Beziehungen natürlich stärken, ja, Sonntag ist natürlich da die beste Zeit auch mit dafür, ne? Es wird dann zwar auch immer viel erwartet, ne? Dass hier viel miteinander passiert, füreinander passiert, dass man viel voneinander hat, aber ja, natürlich sollten da die Erwartungen jetzt nicht überzogen sein, ne? Aber trotzdem auch etwas ruhig unternommen werden, ne? Dann kann sich entsprechendes ja, Stärkendes auch einstellen, ne? Ich kann mich frei entfalten und so sein, wie ich bin. Dein inneres Kind will dich an die Natürlichkeit erinnern und daran, dass du einen Auftrag und eine Bestimmung hast. Ja, das ist natürlich richtig. Das steht hier auch in Verbindung, ne, im Sinne von Gaben, Talente, Fähigkeiten. Der König der Münzen ist der Abschluss des Münzzyklus und kommst du heute mit etwas Bestimmten hier, einer Gabe, einem Talent, einer Fähigkeit, womöglich auch, ne, in gute Praxis tatsächlich, aber natürlich auch in große Reife. Hm? Zeig dich auch mit dieser Reife. Ne? Hm. Mit dieser Natürlichkeit auch. Natürlichkeit ist auch hier mit der Münzenergie verbunden natürlich. Ja, was ist dein Auftrag? Ne? Was ist deine Gabe, deine Aufgabe? Werd ganz aktiv und kreativ damit. Ne? Ja, und dann genieß natürlich einfach auch. Ne? wenn sich hier etwas einfach auch wundervoll entwickelt oder Versöhnung einstellt, Heilung einstellt mit irgendetwas. Ja, ich wünsche dir eine gesegnete Zeit dafür und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören und sehen und sag bis ganz bald. Deine Tara von Tarot Rainbow.